live auf Sendung mit. Live. Für dich ist es live. Ah, weiß ich nicht. Fühlt sich ziemlich wie eine Erholung an hier, das Ganze. Und damit die dritte Anmoderation genau diesem Stil von Fürnüsse. Folge 40 wahrscheinlich, 39. So in dem Dreh. Ich finde das ganz schön laut auch. Ich mach's mal leise. Jetzt ein bisschen zu leise. So, mein Name ist Klaus, mit mir ist Dirk. Ja, und wir sind Fürnüsse, der einzige deutsche Podcast, der jede Folge neue Bahn, weil Dirk hat gerade seinen Penis aus dem Sandwichmaker gezogen, daher dieses Seufzen der Erleichterung. Das ist heiß gewesen. Ich habe ihm auch noch gesagt, er soll keine Sandwiches machen, so kurz vor der Show. Das ist mal ein George Foreman Grill. Und jetzt würfelt er gerade um seinen Podcast-Gehalt. Komm schon, noch einmal, Baby, alles oder nichts. Daddy braucht ein neues Paar Schuhe. Oh. Wie geht's dir so? Wundervoll. Was machen die Kinder? Ach, halt die Fresse. Er darf als Lehrer mal die Woche ein bisschen... Ja, ich gebe einen Podcast-Sonderworkshop. Und es läuft nur so mäßig, meine... Hier haben sie reiche Schüler. Alter Finne, ey, das ist... Oh, also Bonzo McGirl geht mir echt ganz schön auf den Sack. Es gibt so einen, der ist so ein richtig so ein heißer Kandidat für die jungen Liberalen. Der sieht schon so aus, wenn du die alle nebeneinander stellen würdest... Kannst einen Tick leise machen, mir fehlt gleich irgendwie... Wenn du die alle nebeneinander stellen würdest, du wüsstest sofort, wen ich meine. Der ist so ein unerträgliches fucking Girl. Lass mich raten, wenn die alle in der Reihe stehen würden, dann wäre der Typ, der dich nicht anschaut, weil er aus dem Handy guckt. Oh, ja, oder er albert rum. Oder ist halt immer, er ist rumalbern, so ein richtig, kommt. Nee, aber die Art und Weise, das ist ein anderes Rumalbern als das, was wir irgendwie mal gemacht haben. Die können sich keine 20 Sekunden auf irgendwas konzentrieren. Also wirklich, 20 Sekunden ist schon hochgegriffen, vielleicht 10. Also das heißt, so sämtliche Informationen ziehen die aus irgendwelchen Insta-Stories. Ja, ungefähr. Also das ist Maxi, die würden bei einem Wein, wo damals die maximale Länge 6 Sekunden war, würden die abschalten zwischendrin mental. Also es ist ja irgendwie nachgewiesen, dass, glaube ich, geballte Information, die vorne vorgetragen wird, nie länger als 20 Minuten sein darf. Dann ist es halt die Aufnahme eigentlich durch. Deswegen sind eigentlich 45-Minuten-Einheiten schon ein bisschen... Ja, ich meine, was heißt vorne vorgetragen? Die sollen ja alle mitmachen. Glaube ich, heutzutage immer noch irgendwie... im Lehrbereich eher den Scheiß frontal. Sitzen vorne gibt Info. Aber ich meine, wenn du sagst von wegen, dass die halt so eine Minim... Keine Ahnung, wie... Ja, aber anders geht's halt auch nicht. Du kannst die auch nicht in Gruppen arbeiten lassen, irgendwie zusammen an irgendwas. Das geht auch nicht. 7? Was willst du da für Gruppen machen? 2? Nee, ich meine im Unterricht. Du könntest die im Unterricht nicht... ich hatte die vorher in 2 Gruppen unterteilt, weil ich dachte, das funktioniert besser. Das sind alle, die du hast. Ne? Jetzt sind sie eine große Gruppe. Ja, und ich hatte schon mal Kinder unterrichtet. Das wenn waren ich so, überlege, 7 waren früher an einem Tisch bei uns dran. Ja, und das waren Vierertische. Damals wurde noch gespart. Nee, und ich hatte auch schon mal Kinder unterrichtet. Da hatte ich so 15 bis 20 in dem gleichen Alter. Und das hat funktioniert. Aber die hatten wahrscheinlich eine andere Herkunft. Und die hatten Bock. Und die sind halt echt, die sind... Einfach nur. Ja, sind die 12, 13? 12, 13. Das ist für die, die wirklich, weil da, man merkt, so sind 2, 3 Kinder dabei, die haben richtig Bock drauf. Mhm. Auch ein Mädchen, wo die Lehrerin zu mir kam und gesagt, die hat noch nie ihre Stimme gehört. Okay. Weil die Unterricht halt immer so leise ist und so unauffällig. Und es ist jedes Mal, also ich gebe einen Schauspielworkshop, um das jetzt mal von dem Podcast-Workshop wegzukommen. Meine E-Mail. Und die ist so, ist die mir überhaupt nicht aufgefallen. Die ist halt ein bisschen leiser, ein bisschen schüchtern, aber die ist halt immer die Erste, die sich meldet, die Erste, die Bock hat, auf die Bühne zu gehen. Und der fallen auf der Bühne richtig lustige Sachen ein. Mhm. Und die schaltet da super schnell. Und das tut ihr total gut. Und dann ist sie halt in dieser Gruppe mit diesen Arschkrampen. Das heißt, wird die permanent gebremst? Ja, die bräuchte halt eine Gruppe, die richtig Lust hat. Und aber auch halt so das, was ja dann Eltern und Lehrer gerne mal sagen, so, der ist Klassenclown, der sollte vielleicht Schauspieler werden. Nee, gerade nicht. Gerade der Klassenclown ist die absolut falsche Persönlichkeitsdisposition, um Schauspieler zu werden. Das braucht eher Leute, die ein bisschen ruhig sind, ein bisschen konzentriert sind, die schnell schalten können, die aber trotzdem keine Scheu haben oder aber, die das gerne nutzen möchten, um halt gewisse Dinge, die sie so privat nicht ausleben können oder wollen, dann nach außen zu tragen. Die aber halt besser in Touch mit sich selbst sind. Und diese Charakterdisposition von Klassenclown, der muss immer im Mittelpunkt stehen. Alle müssen immer auf ihn schauen. Der muss immer einen nachdrücken. Das ist furchtbar.
Es ist ja eh schon faszinierend, wenn halt mit 12 so ein kranker Narzissmus herrscht, dass man sagt, von wegen alle Augen auf mich so. Mein Klasse ist jetzt mittlerweile halt auch, denke ich mal, sehr geprägt von der Social-Media-Scheiße, so, womit wir ja gar nicht groß geworden sind, dass man jetzt sagt, man muss sich permanent behaupten und permanent halt irgendwie, weiß nicht, seine Geschichte haben, falls jemand draufschaut, die muss cool, interessant, abenteuermäßig und total anders als alle anderen Seiten und dann müssen auch 1000 Leute es gut finden, permanent. Kannst du jetzt einen Tick lauter machen? Jetzt höre ich mich gerne. Ja, das, Tito, ich wollte dich auch gerade fragen. Warte mal. So ist es so, ne, so ist schon ein bisschen zu laut, ne? Mal einen leiser. So. Ja, so ist super. So, okay. Ja. Mega, mega guter Content. Aber ich glaube, das ist halt echt, also ich, wenn, du hast jetzt so ein letztes Mal drüber so ein bisschen gequatscht, habe ich schon gedacht. Ich bin echt froh, dass ich nicht in der Zeit groß geworden bin, jetzt Teenager sein. Also jetzt, wo du halt so 1000 Eindrücke hast, ich glaube auch, schnell das Gefühl hast, du müsstest auf allen Zügen draufspringen und mitmachen und dich, Gott. Also die Lehrerin meinte, die Eltern haben angestoßen, dass sie auf Klassenfahrt die Handys zu Hause lassen sollen. Ja. Die Eltern haben das angestoßen. Alter, das die haben da Unterschriften gesammelt. Aber das ist eine gute Idee, weil es ist ansonsten, und es ist auch eine Pause. Aber die gehen ja kaputt. Wie lange ist denn dann die Klassenfahrt? Aber ich glaube, das sind so 2-3 Tage Entzugserscheinung. Da liegen sie in ihrer Zelle, stuhlen sich ein wie Kokainabhängige. Du musst ab und zu mal mit einem Gartenschlauch durch und danach geht's wahrscheinlich. Und ansonsten, du merkst auch in der Pause, die sind halt immer am Smartphone, immer irgendwas machen. Da gibt's ein paar, die sind ganz lustig, die spielen Schach am Smartphone. Miteinander? Lustig. Nee, komm, aber ich meine, das verstehe ich noch. Und sitzen sie da, legen das Smartphone in die Mitte und spielen dann Schach. Und die anderen gucken irgendwelche Videos, sind auf Netflix in der Pause, spielen Fortnite in der Pause. Wo du halt auch irgendwie weißt, ja, wahrscheinlich ist dann zu Hause immer Schluss. Dass die Eltern es dann auch mal wecken. Denn halt aber ich meine, jeder wenn die Pause, Eltern das haben sagen, sie halt dabei. Wenn die Eltern sagen, von wegen hier auf der Klassenfahrt mal das Handy weglassen, das ist ja halt eigentlich auch schon so eine. Also ich meine, das ist ja von den Eltern verkackt worden. Ja. So, und jetzt, dass die Eltern sagen, von wegen, hier, ihr Lehrer, das ist ja auch der Klassiker, von wegen, könnt ihr mal aus gerade biegen, was wir halt 16 Jahre, 10, 12 Jahre verkackt haben. Auf der anderen Seite, ich verstehe schon, dass du halt nicht sagen kannst, du kaufst ihnen gar kein Smartphone. Weil das, da bist du halt, glaube ich, ja, also richtig der Aussätzige aus der Klasse. Irgendwie, aber also, es ist mega halt laut. Echt? Ich? Nur ich? Ich weiß nicht, es klingt immer, also wenn ich jetzt zum Beispiel rede, bin ich jetzt nicht so laut wie deine Stimme. So, wenn ich jetzt nochmal eins leiser mache? So ist es super. Ja. Aber jetzt. Bist du wieder nicht, ja? Ja, kriegen es hin. Ich versuche die ganze Zeit so zu reden, dass ich mich höre. Und, ach, ist egal. Ist ja egal. So. Oh, jetzt bin ich ja weg. Jetzt bin ich ganz weg. Warte, so. So. Oh mein Gott, das hätte mir vielleicht vorher erklären sollen. Nee, wir haben noch aufgezeichnet. Das ist nur das Monitoring. Drehe ich mich auch einfach so auf heute. Ja, egal. Ja. Wo waren wir gerade? Ja, Klaus und seine Bande, aber ich habe noch einen Tag. Ich habe gesehen, bei Google kann man irgendwie, können die Eltern, neueste Funktion, irgendwie die Accounts der Kinder sperren. Mhm. Also sie sagen von wegen, ja geil, mein Kind hat eh ein Google-Phone und alle möglichen, weiß nicht, Apps, alles über Google, sonst was. Und dann sagen sie von wegen, hier, gibt nicht wie damals, keine Ahnung, eine Woche Fernsehenzug oder was da immer so gedroht wurde. Ja. Ich habe selber nicht erlebt, aber ich habe davon gehört. Das merkt man, dass du nie Fernsehenzug hattest. Sag mal leise, ich kann das Programm nicht sehen. und dann sagt man einfach von wegen so, Malte Sören, du kriegst jetzt mal eine Woche kein Fortnite und kein WeChat oder kein WhatsApp. Oder nicht, ich glaube, bei Fortnite reicht es schon, wenn du sagst, du nimmst ihnen eine Woche die V-Bucks weg. Also die digitale Währung, mit der du da Hüte kaufst. Ja, rede dann, jetzt so detailliert über Fortnite und keiner unserer 4 Zuhörer weiß, wovon du sprichst. Also in Fortnite kauft man eine digitale Währung, die man für echte Währung kauft. Was ist denn überhaupt Fortnite? Oh, das ist da schon das, was keiner weiß. Das ist ein Videospiel, in dem 100 Leute auf einer Insel ausgesetzt werden, so wie PUBG oder jetzt. Oh, PUBG, jetzt wisst ihr Bescheid, das neue oder? Call of Duty. Ach, jetzt machen alle den Finger an die Schläfe und weg damit. Googelt das einfach mal ein bisschen, ist ja jetzt nicht so. Geht mit der Zeit, Freunde, Fortnite ist das Größte. Kannst du nochmal diesen Floss-Dance machen? Ja, jetzt nicht. Das machen die auch die ganze Zeit. Noch die ganzen anderen Tänze da. Die sind nicht aufzuhalten. Und dann, wenn sie irgendwas machen sollen, dann liegen sie rum wie Faultiere. Vorhin beim Laufen ist mir ein Kind entgegengekommen von der Schule oder sowas. Ja. Und der ist so gegangen. Ja, der ist diesen Floss-Dance gegangen. Wenn du es jetzt vormachst, sieht es eher ein bisschen aus wie die sowjetische Militärparade. Ja, erst sah das halt auch so aus und dann habe ich immer gesehen, dass mal eine Hand hinter den Rücken verschwand und dann die andere und dann wie beide wieder nach vorne. Und da habe ich gemerkt, da gibt es einen Rhythmus und den Scheiß habe ich schon mal bei Klaus gesehen. Und da habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass der Fortnite-Dance-mäßig nach Hause geht.
Und dann habe ich gesehen, aber das habe ich nicht heute gesehen, ich glaube gestern, vorgestern, wie ein kleiner Junge die Straße runterrennt und dabei immer dabbt. Das gibt's auch noch. Das auch, das, ach man, die ganze Zeit. Und dann siehst du ja nichts dabei, ne? Der ist ja so gelaufen, der ist so gelaufen. Aber, Kollege, da ist die Straße, sind Ampeln, da sind 12 Tonner. Ach übrigens, wenn ihr weiterhin hier für Nüsse Bingo spielt, Dirk hat gerade gedabbt beim Podcast. Und ich habe... Nee, das ist bei mir, wenn ich floss tanze oder wenn ich esse im Podcast oder verkatert bin. Ah, okay. Mhm. Dabbe ich so oft? Es kam schon häufiger vor, ja. Das will ich sehen. Guter Punkt. Ja, so. Wollen wir eine Frage hören? Ja, ich habe eine Frage nicht? Ganz tief aus der Fünüsse Redaktionsschublade rausgezogen. Oh nein, ja. Bitte. Die bietet sehr viel Platz für Kreativität. Wir sind schon 10 Minuten drin. Ne? Was? Können wir das abkürzen? Ich bin jetzt schon völlig am Wie Ende. Wie kommen Klaus und Dirk mit dem Herbst klar? Ja, so eine ähnliche Frage hat nicht mal Klaus gestellt. Da habe ich, glaube ich, so reagiert wie du gerade. Ja, naja, hart, aber herbstlich. Ich, wie die Sendung mit Robert Wagner. Der übrigens, Robert Wagners Frau ist damals unter ominösen Umständen von der Yacht gestürzt und gestorben. Wie Daniel Kübelböck? Der Mordverdacht lag nahe. Und die haben das auch alle so ein bisschen vertuscht. Sodass auch die Rettungsaktion nicht mehr rechtzeitig kam. Aber das nur so am Rande. Also Robert Wagner, hart aber herzlich, alte Serie mit einem der drei Engel für Charlie-Mädel. Kennen unsere Mädchen. Zuhörer. Was wir für Zuhörer. Könnt ihr jetzt mal schreiben, ob ihr lieber Fortnite oder hart aber herzlich schaut. Jedenfalls, ich bin persönlich großer Herbstfan, weil man Mäntel tragen kann und ich gerne Mäntel trage. Das alleine... It's just Mantel! So ähnlich hat sich mein hart aber herbstlich Witz eben angefühlt, oder? Dann möchte ich mich dafür entschuldigen. Dirk spuckt gerade wieder was in seinen Fitness-Eimer, aus dem er zwischendrin trinkt. Ich bin großer Herbstfan. Gerade was die Klamotten angeht, man kann wieder lange Hosen tragen, ohne dass einem die Beine vor Schwitzen abfallen. Stiefelchen, Stiefeletten. Das Problem ist bloß in Berlin, Herbst ist so maximal 2 Wochen. Ja, wir sind schon halb durch. Und dann haben wir, ich meine, eigentlich haben wir, ich glaube, Zeit bis zum 21. Dezember. Ja. Aber wir werden definitiv in den nächsten 2-3 Wochen ersten Frost und so einen Spaß haben. Das ist hier immer so. Mhm. Ja, ich meine, gut, jetzt hier ist es auch, falls ihr das im Jahr 2020 hört, in den letzten Tagen ist in Berlin das Wetter vom letzten Freitag von 30 Grad tagsüber auf abends 11 Grad gestürzt. Ja. Dann waren es jetzt mal so 6, 7 Grad nachts. Ja, es gab ja auch dann irgendwie 30 Grad und 3 Tage später 16 Grad. Mhm. Und dann wundert es sich immer, dass du das Gefühl hast, dass dir jemand mit so einer Zange durch die Nase das Kleinhirn gezogen hat. Ist ja auch, also ich meine, 16 Grad sind ja nicht kühl, wenn man sich langsam dran gewöhnen kann. Ja. Aber so kommt es einem echt so vor, als zieh mal noch einen dritten Pulli über, ne? Aber jetzt auch von gestern auf heute. Gestern war ich draußen mit Pulli und Jacke und eben war ich laufen in T-Shirt und kurzer Hose. Ja, ich bin auch immer morgens, wenn ich rausgehe, das ist ja auch oft richtig kalt und da waren halt morgens 7 Grad. Und dann zieht man sich halt an wie morgens 7 Grad. Ja. Irgendwie mit Pulli und Jacke und Schal. Und dann kommt man irgendwie, mittags waren halt schon 18 Grad. Also ich meine, ich finde es total geil. Ich finde es aber geil, wenn es halt so eine fließenden Übergänge gäbe und nicht so ein, also als so ein Auf und Ab. Ja. Das ist halt so ein bisschen schwierig, wo du richtig bescheuert wirst. Was ich halt, also die Farben finde ich auch alles viel schöner. Ich mag halt, also wenn man mal so ein Indian so Summer. Einen goldenen Herbst. Genau, sowas ist ganz schön. Denn überall fallen dann die Kastanien, die Haselnüsse runter. Ja. Und das ist irgendwie ganz, ganz entspannt. Du sammelst ja auch Kastanien. Ich habe jetzt letztens ziemlich viel gesammelt. Das war ganz schön dumm viel. Also es waren irgendwie locker 10 Kilo. Nicht für Kastanienmännchen? Nee, also Rosskastanien kannst du ja halt nutzen, um halt Wäsche zu waschen. Also die da drin enthaltenen Saponine, beziehungsweise das sind dann halt natürliche Tenside, also Seife, einfach gesagt. Und das gibt es dann auf verschiedene Art. Kannst du dir dann halt die Kastanien entweder aufschneiden und dann die Stückchen in Wasserbad legen, 3 Stunden ziehen lassen. Mhm. Dann hast du halt so eine Art Lauge, die du dir dann halt in die, also gesiebt dann in die Waschmaschine kippen kannst. Oder so wie ich es mache, der ganz faul ist, dann musst du halt natürlich ein bisschen mehr nehmen, weil das immer in den Moment zieht sich das Zeug dann da raus, schnippelst du dann halt 5 bis 8 dicke Kastanien klein, schmeißt sie in so ein Wäschesieb und dann kannst du da die Wäsche mitwaschen. Geht alles sauber,
Vorteil ist, finde ich, die sind nicht mehr parfümiert, weil es ist ja, also ich habe glaube ich jetzt noch 2, 3 von diesen komischen Glibberpads, wo du immer im Supermarkt sagst, iss doch mal bitte ein. Die sehen aber auch so lecker aus. Da gab's so das deutsche Äquivalent zu den Tide Pods. Das ist so, letztens habe ich das durch Zufall irgendwie bei YouTube gesehen, das ist mir voll an mir vorbeigegangen. Mhm. Es gab ja irgendwie so eine Challenge zwischendurch, ja, dass sich die Kinder gechallenged haben von dem Schluck so ein Scheiß. Ja. Und gab gruselig viele Videos. Ja, du kannst auch von sterben einfach. Genau, gruselig viele Videos, wie dann halt irgendwelche Kinder diese Glibberpads reinschmeißen. Mhm. Ich sag, was ist das für ein Challenge? Sag mal auch nicht von wegen, ja, schluck mal die Dose 15W40. Ich glaube, du schaffst es nicht. Und ich sag, die Pril-Challenge, trink eine Flasche auf Ex. Ja, kauen neuen Block Volt-Batterie einfach mal weg oder so. Das ist so eine Idee, die wir damals nicht hatten. Ja. Schüssel Reis zwecken, ne? Feigling. Das ist so, was? Hemmung. Genau. Diese Tube Hämorrhoidensalbe auf Ex, oder du bist schwul. Ah, ich bin nicht schwul, ich werde es dir beweisen. Das ist halt auch so dieser Scheiß mit No Homo. Ich glaube, da habe ich mich letztens schon darüber aufgeregt. Wenn du so entspannt und so Multikulti bist und so nicht homophob unterwegs, dann brauchst du den Scheiß nicht sagen. Ja. Weil dann ist gerade halt irgendwie deine Panik wegen No Homo. Das, naja, egal. Ja, ich sage mal Kastanien. Aber ich habe nicht die Glibberpads. Ich weiß nicht, ob ich die noch nutzen sollte oder vielleicht irgendwann mal so ein Neckgespann, so einer Feuerzangenbowle, die einfach nur auf so einen Teller lege und mal sehen, was du machst. Oh nein, ich hab's gemacht. Ich glaube, da sind wir alle ziemlich schnell dabei, da von den Glibberpads zu naschen. Besonders, wenn wir alle 80 Super Mario Party Spiele durch haben. Ja. Ja, da wäre ich echt schon. Also am geilsten fand ich halt, als ich jetzt den Trailer gesehen habe, diesen Hard River oder sowas, wo sie da wirklich wie im Auto rudern, in den Vierer. Ja, das alleine uns schon zu koordinieren, uns richtig hinzusetzen. Ne, du bräuchtest ja halt, wie willst du denn uns zwei, also wie so im Auto uns irgendwo hinsetzen, du brauchst ja 4 normale Stühle. Ja. Einigermaßen. Ich glaube, da müssen 2 sich vorne hinhocken. Das sind ja Minispiele, das würde nur 1-2 Minuten gehen. 2 hocken sich vor das Sofa, die anderen meinen sitzen auf dem Sofa. Oder wir haben Sitzkissen auf dem Boden. Oder wir legen das andere Sitzkissen auf den Tisch. Na, dein Sofa könnte man auch längs nehmen, dass vorne beide sitzen und die dahinter hocken, also quasi knien, im Weichen. Das dauert ungefähr 2 Sekunden, bis einer von uns von Bord geht und hier auf dem Boden ertrinkt. Ich wollte gerade sagen, das Geile ist, glaube ich, dass wir dann simultan uns auch hier auf den Boden schmeißen, weil wir halt nicht irgendwie schauen, was um uns herum ist, sondern nur, was im Bildschirm passiert. Ich fand ja diese Pedalbewegungen, die man mit dem Joy-Con machen soll. Ja, da wird mir wahrscheinlich irgendwie schnell irgendwie mein Handgelenk durchbrechen oder so. Kapaltunnel-Syndrom? Ach so, ja, genau. Das Kapaltunnel-Syndrom. Ich habe auch den Surgeon Simulator, habe ich auch jetzt für die Switch. Diesen Surgeon? Da, wo man eine Herz-OP durchführen muss. Und den kann man auch mit den Joy-Cons spielen. Surgeon. Ein ähnlich interessantes Minispiel, was ich mir auch betrunken sehr lustig vorstelle, wenn wir zu dritt den behandelnden Arzt anschreien, was er denn machen soll. Hast du was von Search gehört, von einem Film? Irgendwie ein Schauspieler kannte ich, dieser asiatische Familienpapa. Johnny Cho. Okay, der die Johnny ganze Zeit mit seiner Tochter da so online und die sagt total hier Instagram und 1000 Freunde und sowas und dann taucht die langsam nicht mehr auf und er recherchiert und merkt so von wegen ihre ganze soziale Präsenz, soziale Netzwerkpräsenz ist komplett erstunken und erlogen irgendwie. Okay. Und das ist halt so der Aufhänger. Ich habe den letzten Mal als Trailer gesehen. Den Trailer hatte ich auch gesehen, ich hatte den Titel nicht mehr. Und angeblich sei das halt irgendwie so Hitchcock-ähnlich aufgezogen. Okay. Ich finde es gut, Johnny Cho ist auch einer, der immer ganz groß dafür eintritt, dass es halt zu wenig Diversity in Hollywood gibt. Und dass es halt zu selten passiert, dass gerade asiatische Männer irgendwo die Hauptrolle bekommen. Ja. Sondern die sind dann immer so, der lustige Doktor-Charakter oder so der lustige Nerd. Johnny Cho hat auch bei den neuen Star Trek-Filmen mitgespielt. Da spielt er Mr. Sulu und irgendjemand hämmert hier durch die Wände. Das geht jetzt noch so ein paar Stunden. Aber ich muss sagen, da hat mein klischeebehaftetes Gehirn ähnlich reagiert. Also ich habe das gesehen und dachte, das wäre eine Produktion aus Asien irgendwie. Okay, sowas, na gut, aber also wenn du Johnny Cho nicht kennst, also ich kenne ihn. Weil es genau das Problem ist, dass halt aus einem Einwandererland wie Amerika so viele Filme produziert werden und maximal hast du mal einen Schwarzen als Hauptrolle. Ansonsten halt weiße Männer, so mittleren Alters, also Trump-Wähler, so. Ja, aber ich meine, da gibt es ja... Die Lacher waren alle geplant. Oh Mann, ey, das ist gut. Das Geile ist ja, dass er kurz danach auch noch sagt, von wegen, das war jetzt nicht geplant.
Ja. Also sagt es dann auch. Das muss man auch, hinkriegen, vor die UN-Generalversammlung zu treten und dann Lacher einzuheimsen. Also das muss man erstmal hinkriegen. Nee, er hat gesagt, von wegen seiner Regierung sei die beste, die besten Sachen jemals gemacht hat. Alle, probably hat the most accomplished government in all of history. Hat er nicht irgendwas noch über Deutschland gesagt, von wegen, dass, er war noch Abgeordneter der Deutschen, ja, so einer, der hat doch... Ja, Heiko Maas ist gerade da. Ja, einer war dann halt auch bei Seth Meyers, also beziehungsweise haben sie dann extra rausgesucht, weil da haben sie irgendwie über Deutschland, was sie besser machen sollten, seine Hilfe und sowas. Und dann haben sie ihn gezeigt und dann musste sich die ganze Zeit kaputt lachen und guckte dann irgendwann auf den Boden so und meinte... Das ist halt, wenn Diplomaten so reagieren. Ja, es war ja, glaube ich, dann auch die Abgeordnete aus Neuseeland da. Und die war bei Stephen Colbert. Premierministerin Jacinda. Okay, ja. Flight of the Conchords waren bei Stephen Colbert. Also ja, die Neuseelands viertberühmtestes Comedy-Foto. Die haben ja gesagt, dass sie bei Essen so wollen. Ja. Ach stimmt, du hast es gesehen, ja. Also, hast du die sonst mal gesehen? Nur wenn ich sie dir schicke, wahrscheinlich. Ja. Was ich ja schon öfter gemacht habe, ja. Sehr, sehr lustig. Kann ich nur empfehlen, Flight of the Conchords. Was ich ein bisschen schwierig fand, weil er meint, von wegen, du bist die Erste, die halt ein Kind mit reingebracht hat. Und sie, ja, voll stolz und so. Ich dachte, das ist genau dieses Klischeebild von Nackte Kanone 33 ein Drittel, dass er halt irgendwie sieht, wie überall irgendwelche Kinder nur sind. Weil Mütter ja dann irgendwann immer diese Position haben, hallo, ich darf das, ich habe ein Kind, so wie wir es ja beim Joggen immer gerne merken. Ja, Entschuldigung, ist die Straße wirklich für uns beide oder habe ich das Kind? Ja. Okay, ich gehe auf die Schnellstraße laufen, Entschuldigung. Das wäre im Stereopanorama ein super Gag gewesen. Das stimmt. Ja, das ist so viel Budget ist nicht drin heute. Was sagst du denn zum Herbst? Hallo Herbst! Da, 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 da. Randy ist voll trainiert. Ja. Herr Herbst. Was ich halt auch gesagt habe, ich mag den Herbst total, ich mag die Temperaturen total gerne, aber mir sind immer die kühleren Temperaturen lieber. Ja, die Luft ist schön frisch. Ja, ich finde... ich finde die Farben noch schöner als im Winter in Berlin. Ich habe das Gefühl, relativ schnell verschwinden dann hier komplett. Da geht jemand, der große Lümmel, mit dem Color Grading rüber und hat nur noch grau und schwarz. Mhm. Und das ist ein bisschen hart. Und ein bisschen pipigelb. Ja, genau. Und dann halt auch so Licht von 4 bis 4:30 nachmittags. Mhm. Also wenn du nicht zufälligerweise halt, irgendwas anderes drin zu tun hast, dann verpasst du manchmal so 4-5 Tage Sonnenlicht. Mhm. Und dann wirst du halt richtig aggro oder depressiv. Und das ist jetzt zum Glück noch so, also jetzt finde ich sie, ja, weiß nicht, also jetzt siehst du auch viel mehr Menschen, da hatte ich vorhin das Gefühl, so normale, jetzt nicht diese ganzen Sonnenanbeter, die sich einfach irgendwie hinsetzen und entspannen. So. Ja. Also gestern war ich spazieren, da habe ich irgendwann mit meiner Mutter telefoniert, da stand ich vor einer Bank und da kam ein Typ, hat sich hingesetzt, hat mich angeschaut, so von wegen, ich wollte eigentlich hier Ruhe genießen. Und dann bin ich aber auch weggegangen, weil ich dachte, also er wirkte schon so wie, Alter, das ist gerade alles total schön, ruhig. Musst du wirklich jetzt gerade hier telefonieren? Und da ich vorher genauso wie er da ruhig saß, habe ich gedacht, ja, okay, fair ist fair. Und wenn ich jetzt quatsche, habe ich nicht mehr diese Aufnahme für dieses ruhige Entengeschnatter da. Und dann bin ich halt weggegangen. Ja, nee, aber es ist, glaube ich, auch, also es ist ja, die Frage ist ja auch eher so ein Aufhänger für allgemeinen Quatsch, weil... ich meine, was soll man sonst im Herbst machen? Aber ich gehe auch echt gerne spazieren jetzt, auch wenn ich die letzten Tage nicht mehr dazu kam. Warum denn? Der Workshop fängt halt immer morgens an und ist am Ende der Heide. Und dann könntest du dir denn vorstellen, kennst du diese... mich aufzuhängen, wenn es noch eine Woche weitergeht, ja. Diese geile... wo habe ich das letztens gesehen? Ich hoffe, meine Schüler hören das übrigens. Ich werde ihnen die Folge empfehlen. Diese geile Maßnahme in Berlin... Diese Werbemaßnahme, irgendwelche Quereinsteiger in die Schulen zu holen. Das heißt jetzt Maßnahme. Cool. Er wurde in den Duden befördert. Und zwar ist dann irgendwie auf so einem Flyer oder generell ist der Aufhänger, dass sie halt irgendjemanden siehst, der so genervt kellnert. Ja. Und dann steht dann, unterrichten anstatt kellnern. Ich so, was? Ich hoffe, es ist das gleiche genervte Bild von der Klasse. Auch mit einem Tablett voller Rotweingläser. Ja, es ist halt... Das mit den Quereinsteigern, das ist halt schwierig. Ja klar, die brauchen die Lehre, aber du hast ja keine pädagogische Ausbildung. Und die Sache ist halt, du bist halt einfach oft damit überfordert. Und jetzt, wo die Lehrerin zu mir kam und meinte, die ist halt an der Sekundarschule. Also es gibt ja Hauptschule und Realschule nicht mehr. Das ist zusammengefasst zur Sekundarschule in Berlin. Und die meinte, die hat dann halt Leute da, die eigentlich aufs Gymnasium hätten gehen können. Die hat Leute da, die schon dreimal irgendwie sitzen geblieben sind in der siebten.
Und die hat jemanden mit Lernbehinderung da. Die hat jemanden da, der eigentlich wirklich hochbegabt ist. Den habe ich jetzt nur mal so im Gang erlebt, der ist nicht in meiner Gruppe. Aber der ist, das ist, wenn du den antippst, als ob du kurz mit einer Nadel in einen Wikipedia-Artikel reinstichst. Aber der kann sich keine 4 Sekunden konzentrieren. Und das ist halt echt, und der bräuchte halt auch irgendwie Sonne. Und die hat dann halt einfach so einen kompletten Mix da. Und da, du kannst mit denen nicht arbeiten. Ich will mein Ritalin! Ja, das, die ganze Klasse müsstest du unter Drogen setzen. Und deswegen, und da kannst du halt doch, wenn du untrainiert bist, nicht mit denen arbeiten. Also ich meine, du kannst ja schon, die ist halt Pädagogin, macht das auch schon ein bisschen länger, die würde ich auch mal so Ende 40 schätzen. Und wenn die meint, die hat schon Probleme, da irgendwie mal ein bisschen inhaltlich zu arbeiten. Heute meint das auch, sie ist halt, mal ist sie Ersatzmutter, mal ist sie Sozialpädagogin, mal ist sie Feldwebel. Und das ist halt die ganze Zeit, das kannst du doch, du kannst doch, also untrainierte Leute kannst du nur in eine Klasse schicken, wo sie A, das Fach wirklich gut kennen und wo die Leute richtig Bock haben. Vielleicht so Gymnasium 13. Klasse in einen Schauspielkurs oder Gymnasium 13. Klasse Kunst oder so, die halt schon erwachsene Menschen sind, die selbst für sich entscheiden können. Und wo du halt irgendwas anbietest, was auch so jetzt in der Schule nicht im Mittelpunkt steht. Aber der Beruf ist ja auch echt unattraktiv einfach. Ja. Also wir kennen ja ziemlich guten Grundschullehrer aus Lüneburg und der hat mir irgendwann mal gesagt, Alter, hätte ich das vorher alles gewusst. Also so lieb ich die Kinder habe, aber nö, das wäre nicht mein Beruf geworden. Und der macht das wie lange jetzt? 5 Jahre, 6 Jahre? Ja. Plus, minus? Und das, du hast dann Leute irgendwie, ich kenne ja auch Lehrer, ich habe auch mit vielen Lehrern studiert, also die jetzt Lehrer geworden sind. Und die machen das auch seit 3, 4 Jahren. Also die am Gymnasium in der Oberstufe sind, für die ist das meistens okay, aber auch wenn sie denen erzählen, dann warten sie bei ihrer Zeit woanders. Das ist halt zum Kotzen. Mhm. Aber du brauchst halt wirklich, und das verstehe ich ja auch, ich hab das ja auch irgendwie, wenn ich mit erwachsenen Leuten arbeite, wenn ich da einen Workshop gebe, das hat eine ganz andere Energie. Wenn du weißt, die Leute wollen lernen, die haben da Bock drauf, die sind da freiwillig, als wenn die Leute halt da irgendwie da sitzen und sind halt irgendwie da abgestellt. Und wo ich den Kids halt auch gesagt habe, ey, macht hier eine Woche nur Schauspiel und wir hätten die ersten beiden Tage, hätten wir nur Spiele gemacht. Wirklich nur Spiele. Also wenn ich mir das vorstelle, und das wäre für meine Teenagerzeit schon ziemlich geil gewesen. So. Ja, denke ich mir auch. Zeit. Also das ist, also Richard David Precht hat ja auch ziemlich viel über diese alten Maßnahmen deutscher Pädagogik halt so in Frage gestellt. Immer so die klassische Hoffmann-Rabenschwarze Pädagogik-Struwwelpeter-Ecke. Also ich, wenn das dazu gehört, das Prinzip halt generell noch, was sehr verbreitet ist, halt einfach, dass 30 gerade am Tisch sitzen und vorne ist einer, der an der Tafel halt runterbetet, also dieses Militärische, was halt einfach total überholt ist. Dann halt auch einfach die Zeiten, wann was passiert. Also du brauchst halt morgens um 8.45 Uhr keinen 13-Jährigen irgendwas über binomische Formeln erzählen. Das geht vom Gehirn nicht rein. So, es ist halt einfach sein Hormonhaushalt und seine Aufnahmefähigkeit und was ist zu dieser Uhrzeit halt einfach nicht fähig. Und außerdem gibt es halt ganz andere Prinzipien, die halt viel besser funktionieren. Also was ist in war das, ich glaube, irgendwo in skandinavischen Ländern. Wahrscheinlich, wenn es halt funktioniert so, und mit Bildung zu tun hat, ist es wahrscheinlich irgendwo in Skandinavien. Und da geht es halt darum, dass halt renommierte Wissenschaftler halt den Schülern was beibringen, 1:1 in irgendwelchen Online-Kursen. Wo dann halt einfach so ein Mathematikprofessor, der den Scheiß voll liebt, ganz genau weiß, wie er halt dann irgendwie einem 12-, 13-Jährigen halt eine binomische Formel näher bringen kann und wofür das dann wirklich zu greifen für die Welt ist, für die Veranschaulichung, fürs Greifen des Ganzen und somit halt dann auch wie einen ganz anderen Hintergrund schafft und dann halt auch eine Begeisterung, weil er das natürlich nur einmal quasi vor einer Kamera und dann halt auch mit 1000 Möglichkeiten der Nachfrage und nochmal Erklärungen und anderen Erklärwegen, dass man nicht sagt von wegen, sag dir mal, wie es ist und das ist ein Weg. Wenn du den nicht schnallst, darauf baut ganz schön viel auf. Das war's für die nächsten 3 Jahre für dich. So, und das hat man ja damals, also das kenne ich noch aus irgendwie Schulzeiten, dass man immer dachte, scheiße, da gab es, glaube ich, vor 4 Jahren irgendwo einen Punkt, den habe ich nicht geschnallt. Jetzt hänge ich hier und denke die ganze Zeit, what? So, und das, Wie, ihr habt nie die Gliedassoziation gelernt? Also er meinte halt, Mathematik in Anfangsstadien, also so irgendwie 12, 13 Jahren oder sowas, da brauchst du keine Gruppen, die halt irgendwas, sondern es gibt halt Unterrichtsfächer, die halt irgendwie in Gruppe gut zusammen erarbeitet und manche halt einfach nicht. Weil da geht es halt ganz klar darum, dass du individuell diesen Weg oder einen der musst. Mathe ist dann auch schnell auf Ausgrenzung aus. Also beziehungsweise auch auf Ausgrenzung aus, was funktioniert halt schnell, so irgendwie gerade, weil es gilt ja auch immer das Stereotyp, so ja, Mädchen sind nicht so gut in Mathe und ich hatte auch selber Mathe-Leistungskurs an der Schule und da hatten wir, glaube ich, 3 Mädels dabei, meine ich mich zu erinnern.
Also plus minus, ne? Es waren halt irgendwie über 10 Jungs und halt wirklich 3 mehr. Also ich meine, Mathe-Leistungskurs ist sowieso nicht beliebt, aber die Mädels ist dann echt schon die Ausnahme. Und klar, also das, weil das den Mädels ja auch immer gesagt wird. Ja, ist nicht so schlimm, wenn ihr seid ja Mädchen, ihr seid nicht gut in Mathe. Ja, so eine völlig in Ordnung. Ja, genau. Dogmen, die da hereingekloppt werden. Auch eine super Simpsons-Folge übrigens, in der Direktor Skinner Lisa lobt, weil sie überall Einsen hat, außer in Mathe, wo sie eine 2 hat, aber es ist okay, weil sie ein Mädchen ist. Aber ich meine, das hast du ja auch gesagt, dass du zum Beispiel bei dir halt Mädels hast, die dann halt einfach nur, dieses eine Mädchen, was du vorhin beschrieben hast, die hat einfach nur Schiss, hat halt einfach mal den Mund aufzumachen, was mit Sicherheit zehn Jahre ihres Lebens das Gefühl kriegt von wegen, ja, du bist halt das falsche Geschlecht für mal was sagen. Ja, so. Ja und halt was, das hatte Björn irgendwie gerade erzählt, weil er hat irgendwie jetzt seinem Sohn, der ist 4 plus minus, das hat ihm halt beigebracht. Ja, naja, irgendwie so, also 4, 19, irgendwie so in dem Dreh. Ist halt ein Kind. Ja. Punkt. Dem hat er halt beigebracht, so wie es ist, wenn einer redet und der andere hat Pause und dann ist der dran mitreden. So, also einfach ne, nur so ganz normale zivilisierte Gesprächsform. Und der meint halt, zu Hause super. Aber wenn er dann irgendwie in den Kindergarten kommt oder in die Kita, die anderen haben es halt nicht gelernt. Und dann hat er halt dauerhaft Pause. Genau, recht ist stärkere. Ja. Ne? Wenn du da und halt das ist halt auch scheiße. Ja. Aber ich meine, das hast du ja dann halt auch in allen möglichen. Ja. Also guck dir mal halt irgendwie, weiß nicht, 3 die Maischberge an oder so. Die Waveform unseres Podcasts alleine. Wer unterbricht da wen? Irgendwann werde ich die mal als Gag nur eine Tonspur rausgeben und mir vorher nicht anschauen, welche. Gag, mördermäßig. Mördergag. Oder wenn einer von uns wählt. Ich habe, apropos Schule, mitgekriegt hier, es ist ja die Abiturprüfungen sind ja deutschlandweit gleich. Inzwischen wahrscheinlich, ja. Ja, aber es gibt halt einfach natürlich Bundes... Was, fallt er sich die Finger? Ich muss Multitasking. Entschuldigung. Mach so, dass du es nicht sehen kannst. Aber jetzt sieht es aus, als ob ich mir unterm Tisch Die Augen zu. Aber die Bundesländer halt einfach so krass unterschiedliche Zeiten haben an Unterrichtsausfällen, wo die Kinder dann halt nach 10, 13 Jahren halt einfach massiv unterschiedliche Zeit an Unterricht hatten. Also zum Beispiel Sachsen ist gerade, wenn du von 1. bis zur 10. Klasse hast du in Sachsen mindestens jetzt statistisch gesehen ein halbes Jahr am Stück kein Unterricht, also nicht am Stück, aber insgesamt kein Unterricht. Und da hat halt irgendwie so ein Schülersprecher gesagt, dass er sich halt vorbereitet hat auf Abiturklausuren und da haben sie halt gesagt, er soll auf jeden Fall irgendwie so ein Fach, das hatten wir damals nicht, das ist irgendwie Rechtslehre und Verbindung irgendwas anderes noch. Und er meinte, klar, das soll in Sachsen gibt es Rechtslehre. Und das, weil die rechts sind. Und das sollte er am besten ausklammern für seine Abiturprüfung. Mhm. Er meinte, wieso? Und dann meinte er, nachweislich hast du halt einfach so wenig Unterricht in dem Fach gehabt. Da müsstest du dir halt einfach dieses 100-150-seitige Buch schnappen und das halt in 6 Wochen Sommerpause oder Sommerurlaub selber nacharbeiten. Die Sache ist bloß, wenn du da irgendwas drin nicht verstehst, ist es halt keiner da, der dich halt da unterrichten kann. Aber du kannst es halt einfach mit dem, was du hast, nicht in die Abiturprüfung schaffen. Also du hast keine Basis, wie halt beispielsweise ein Schüler gleicher Status in Bayern. So. Und das ist halt so krass, wie krass die Chancengleichheit dann irgendwie überhaupt nicht gegeben ist, weil dann halt einfach Bundesländer sind, wo es so maximal unattraktiv ist, halt Lehrer zu werden. Ja, passend dazu in Sachsen auch irgendwie Wahlen dieses oder nächstes Jahr, habe ich heute gelesen. Also Landtagswahl und es gibt irgendwie in 3 ostdeutschen Bundesländern Wahl und in allen 3 könnte es durchaus passieren, dass die AfD stärkste Kraft wird. Na, was habe ich jetzt gehört oder vorhin gelesen im Spiegel, dass es die Koalitionsidee gibt zwischen CDU und AfD in Sachsen. Das ist ja nun keine neue Idee. Also ich meine, das war... Naja, aber jetzt halt eine Spruchreife. Ja. Also jetzt entweder Koalitionsverhandlung. Entweder der Ministerpräsident hat es angesprochen, offen, oder einer der CDU-Abgeordneten in Sachsen meinte, man müsse auch über eine Koalition mit der AfD nachdenken. Also irgendwie so war das. Nicht im Wortlaut, aber der Inhalt. Und das Geile ist halt, mit dieser Basis dieser Probleme im pädagogischen Bereich ist dann trotzdem in dem ganzen Wahlwerbescheiß immer nur halt irgendwie Flüchtlingskackthema, wo halt das überhaupt gar keine Probleme darbietet. Aber die haben halt grundlegende Probleme, wie alle anderen Bundesländer halt auch irgendwie in Bildung, in Gesundheitsreform, in Rente. Wo du alles sagst, ja gut, das sind ja Themen der 80er, da müssen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Ja, aber das ist halt genauso wie in den Kanzlerduellen, wo das auch nicht angesprochen wurde und was halt echt Unfall und wo es halt nur um Flüchtlinge und Migration und so geht. Ja, ist eine coole Nachricht, weil die Leute das schauen und hören wollen, aber
mit ein bisschen Verantwortungsbewusstsein hätte man vielleicht auch mal wichtige Dinge angesprochen und nicht Sachen, die 99% der Bürger in diesem Land einfach nicht betreffen. Und also ich meine, selbst wenn du neben einem Flüchtlingsheim wohnst, hast du ja keine finanziellen Nachteile. Niemand hat finanzielle Nachteile davon, dass Deutschland Flüchtlinge aufgenommen hat. Und das auch und die dann halt so mit offenen Armen empfangen, dann mit vorgehaltener Hand vorm Mund wieder weggeschickt. Mhm. Was ja auch eine schöne Öffentlichkeitstaktik war. Eine was? Eine schöne Öffentlichkeitstaktik von Merkel. Also zu sagen, ja, wir nehmen das auf, ne, wir schaffen das und dann halt nach und nach die Regeln anziehen. Das war doch auch so ein Teil der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD und CSU, wo die CSU noch drauf bestand, Leute trotzdem irgendwie wieder zurückzuschicken, diese Aufnahmezentren oder so. Die, Alter, die sind ja auch. Die nicht Flüchtlings-GAU heißen dürfen oder so. Ankerzentren, genau, das war der Kompromiss. Ja, jetzt ist alles gut, da kann man Anker lagern oder Leute aus Ankara empfangen. Aufnahme, weiß ich nicht. Ja. Herbst, ja. Total gut. In Australien ist gerade Frühling. Was? Unglaublich. Für unsere Zuhörer in der südlichen Hemisphäre. Ich dachte, überall ist gerade Herbst und überall ist gerade 17.30 Uhr. So kann man sich täuschen. Aber die EU will ja die Zeitumstellung abschaffen, dann ist überall 17.30 Uhr. Und Herbst. Dauerhaft. Hat das Trump nicht mal irgendwie war so irritiert, weil er irgendwie, am Tag ja, halt irgendwie China angerufen hat und die haben gesagt, oder Japan, Trump, Sie können nicht. Ist unser Praktikant denn wieder da? Trump-san, ich bin beim japanischen Kaiser. Sensei, sayonara. Oh Gott, was habe ich mir hier eingebrockt? Aber zwischendurch warst du auch ziemlich matsch, oder? Durch temperaturmäßig? Ich bin jetzt noch ziemlich matsch. Okay. Ich habe jetzt ein anderes Schlafzimmer. Und wenn ich da beide Fenster auf Kipp habe, das wird ganz schön kühl. Stimmt, du hast ja jetzt Das wird echt ganz schön kühl nachts. Hast du eigentlich, was ich mich gestern gefragt habe, nachdem ich meine Platz zum Onanieren? Reichlich. Nachdem ich meine Filzgleiter unter meinem Stuhl erneuert habe, ob du Filzgleiter unter deinem riesen Monsterbett jetzt hast. Da kannst du aber drauf wetten. Wie viele Füße stehen da? Vier oder ist noch eins in der Mitte und es sind fünf? Es sind sechs. Sechs, also zwei in der Mitte. Ja. Nice. Das heißt, wenn du das Ding so sehr bewegst, dann wandert das durchs Zimmer? Oder ist das mit der Rückwand in die Wand verschoben? Nee, nein, das hat allein durch die Matratze hat das ein Eigengewicht, was hoch genug ist, dass wenn ich es zu sehr bewege, es sich nicht zu sehr bewegt. Das Einzige, was ein bisschen unheimlich ist. Über Sex. Nicht miteinander, du Ferkel. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich meine, pro Homo. Pro Homo! 2000 übrigens. Das Einzige, was ein bisschen, das muss ich noch. Ja. Wir sind noch bei Stitcher jetzt übrigens. Stitcher? Was ist das denn? Das ist die Stitcher? Das ist die Snitcher gesagt. Stitcher. Das ist die Podcast-App, die Freund der Show Oscar Brown uns vorgeschlagen hatte vor ein paar Monaten. Und das bedeutet. Wir haben jetzt eine unglaubliche Reichweite. Nice! Das Einzige, was mir ein bisschen Sorge bereitet, ist das Kopfstück. Das ist halt. Wie ist denn das überhaupt verankert? Dann? Ja, das ist halt festgeschraubt mit Winkel, ja, mit Winkeln und Flachverbindern. Also nur unten aber, Winkel und dann sind die Dinger deswegen dran. Ist es relativ, es wirkt relativ flexibel, aber du kannst es halt nicht rausziehen. Das ist halt mit mehreren Spacksschrauben da drin. Ich habe gedacht, du hättest jetzt einfach so zwei parallel Bretter genommen. Ja. Nicht Bretter, Balken? Nein, schmaler. Was ist das? Balken, ja, Kanthölzer, Bretter. Ja, sagen wir zwei Bretter, du weißt, was ich meine. Und darauf die großen Platten drauf und die beiden Bretter unten mit Winkel rangeschraubt. Ja, genau. Hast du gemacht. Genau, aber das ist nicht bombenfest. Vielleicht überlege ich mir hinten, das noch mit Brettern zu arretieren, dass die Bretter ein bisschen mehr von dem. Ich bastel dann noch an Lösungen. Aber da gibt es eine Lösung. Aber das Gute ist, keiner von uns wird sich hier im Suff mehr auf dein Bett schmeißen. Ja, das sehe ich noch nicht. Also dann wird kein anderer noch da drauf. Ja, so. Und wenn, dann könnt ihr euch hier auf das Bettsofa schmeißen. Das ist viel näher. Das können wir auch ausfahren besoffen. Dann können wir hier rumlümmeln. Cool. Ja. Stimmt, das ist hier im Bettsofa, ne? Hinter richtig. Mir. Ein Schlafsofa nennt man das, glaube ich. Schlafsofa, ja. Ausziehsofa. Bettsofa.
Bettsofa klingt wie ein Superheld. Halb Bett, halb Sofa. Das ist wie, weiß nicht, eine Fahrkiste Auto zu nennen. Also. Auto oder Fahrkiste nennen. Das ist einen von diesen Blechkisten weggerollt. Ja. Hast du mein Paket? Was? Das ist Paket. Das ist nicht deins. Achso. Kannst du haben, wenn es hier noch eine Woche liegt. Ja, Mann, hier funktioniert ja keine Klingel. Du kommst dann irgendwann mal ran. Hier, mein Haus fällt auseinander. Ich habe gerade ein Bett gebaut, aber habe ich irgendwie ein paar Leitungen durchgesägt. Was man halt so macht. Wie fühlt man sich denn in so einem riesigen Haus, was eigentlich nur von drei Parteien bewohnt wird? Das ist ein bisschen unheimlich manchmal. Wenn du nachts in den Innenhof schaust und es brennt nur ein Licht. Aber inzwischen wohnen ja wieder ein paar mehr Leute hier. Also es geht schon. Im Hinterhaus? Ja, die unter mir sind bald fertig. Die haben schon. Die unter mir haben die Dielen abgezogen. Und jetzt sind die Dielen halt noch voll mit Baustaub. Die haben auch irgendwelche Rebswände reingezogen. Aber am Ende vom Flur ist schon ein Regal. Richtig, da ist schon ein Bauschrank, bevor sie die Dielen irgendwie mal behandelt haben. Aber es ist immer noch eine Firma. Es sind immer noch Handwerker drin und nicht irgendwelche Privatleute. Ja, aber die müssen wohl, die Privatleute haben wahrscheinlich schon in den Kleiderschrank vorbeigebracht und gesagt, nee, ihr müsst hier den Boden noch ölen oder lackieren oder was auch immer sie damit vorhaben. Ja, können wir schon einen Schrank reinstellen. Wir könnten ja wenigstens wie einfache Trottel halt eine Folie drüber schmeißen, dass man sagt, da ist nicht komplett zugestaubt. Na, aber komm, so ein bisschen Staub auf den Klamotten, das trägt man heutzutage so. Ich in den 90ern mit den Farbflecken. Ich habe ja schon gedacht, das wäre einfach nur irgendwie so ein altes Möbelstück, was noch drinne war, was die Kollegen Flur... Neu. Hast du dir das angeguckt? Oder? Ja, ich gehe ja jeden Tag dran vorbei. Ich gucke ja da immer mal rein. Und das war halt davor einfach wie mein Flur, am Ende irgendwie leer, irgendwie so eine kleine Vertiefung. Bietet sich halt schon an, einen Schrank hinzustellen. Geil finde ich immer noch diesen Wanddurchbruch. Da ist ja immer noch keine Türzarge dran. Das ist einfach nur der Durchbruch. Brauchst du nicht. Einfach ein Loch in der Wand. Nee, aber wenn man es ein bisschen schicker veredelt, finde ich das optisch schon geil, wenn du einfach nur die Steine siehst. Weißt du, wen die bräuchten? Türenprofi. Einfach mal eine Tür kaufen. Ja. Ja. Aber es war nicht Türenprofi, oder? Hieß ja nicht, es war Türen 24, es war irgend sowas in die Richtung. Hijomi 23, was war das? Heiji18.com, unser Sponsor für diese Folge. Was ist denn das nochmal? Andere Alternativen, wofür auch immer das ist, sind verfügbar. Menschen kaufen oder sowas. War das wahrscheinlich. Apropos, ich war vorhin, bin zurückgegangen und da war ich in der Nähe von Oscar Brown. Er hat mir damals davon geredet und ich dachte mir, das ist ja totaler Quatsch. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, das stimmt ja wohl schon. Es gibt so einen schönen Laden, wo man halt irgendwie so eine, Ayurveda-Massage und bla bla. Und daneben gibt es die klassische Kristallmassage. Und da kommen immer ziemlich fettige Typen als auch Damen raus. Mhm. Und du denkst, hoidi doidi. Aber erstmal so ein schöner, sich mal schön überdachter Puff. Sich mal schön den Kristall massieren lassen. Falsch verstehen. Heikles Thema. Was haben wir denn mit meinem Kristall gemacht? So klebrig und glibberig. Ja, sie sagen es. Übrigens, was wir letztens, Alter, das war eine ganz schlechte Idee, ne? Dieses komische, diese eklige, also dieser Berg an Panadegemüse. Alter, ich habe am ersten Abend habe ich den Käse gegessen und gestern das Gemüse, alles. Ich habe alles zusammen noch gegessen. Nee, zum Glück nicht, zum Glück passte das bei mir nicht rauf, aber ich, Idiot, habe das Baguette oben auf den Käse gelegt. Welches Baguette? Ich habe noch so ein Lidl Backbaguette geholt. Backbaguette. Also eins von denen, die vorgebacken sind, aber das stand halt den ganzen Tag, deswegen habe ich es mit in den Ofen gesteckt. Was oben irgendwie schon belegt ist mit Käse? Nee, einfach so, dass es ein bisschen knusprig wird. Die 90er Baguettes, wo wir uns dann tonnenweise TK Baguettes reingedrückt. Ja, mit Knoblauchbutter. Nee, ich meine jetzt nicht diese komplett, sondern diese komischen, einfach diese panzerharten Rechtecke, wo dann oben halt irgendwie diese ganz kleinen Würfel-Salamis drauf waren. Ja. So zwei, drei Stückchen Paprika und der Rest mit Analogkäse. Und das waren diese komischen rechteckigen Wannen, wo du dir immer den Gaumen verbrannt hast, weil die in der Mitte war Matsche heiß. Ja. Und davon haben wir, also habe ich Tonnen gefressen. Oder? Weiß nicht, ob das Pizza-Baguette hieß? Ich glaube ja. Ich dachte, die hießen nur Baguette damals. Das war in den 90ern, hat man TK-Ware entdeckt, glaube ich. Das war in den 80ern noch gar nicht so schreiend in. Und dann halt auch diese ersten Fertignudeln, diese komischen... Wo man heißes Wasser drauf... Genau, wurde halt komplett alles Soße, alles fertig und dann hast du halt einfach nur eine Masse und wenn du die so halt lauwarm wartest, dann konntest du die sogar mit einem Löffel aus dem Teller so heben und konntest die so essen. Das war irgendwie so... Wie Nudeln am Stiel.
Das hat meine Mutter nicht gern gesehen, wenn wir so einen Scheiß gemacht haben. Völlig zu Recht. Habe ich auch gemacht. Weil wir uns gerne mal so einen Quatsch ab und zu geholt und sie dann halt irgendwie besten Sachen dann halt zubereitet und wir essen so einen Müll. Wir hatten das beim Bund, hatten wir das immer in den Pausen. Irgendwie so 5-Minuten-Terrin oder nach Dienstschluss. Du hast ja nichts anderes als einen Wasserkocher auf der Stube. Und wenn du 16:30 Abendessen isst, dann ist es ja relativ normal, dass du dann um 20 Uhr vielleicht nochmal ein bisschen Hunger bekommst. Und deswegen hatten wir ja so eine Scheiße. Mann. Das ist ja so nahrhaft wie Pappe mit Glutamat. Ja, das ist ja nichts. So eine 5-Minuten Kartoffelpüree. Fertig, heißes Wasser drauf. Also ungenießbar. Ja. Ja, das Schlimme ist, dass ich es gegessen habe. Ja, gegessen habe ich es auch, aber es ist, wenn ich allein drüber nachdenke, an den Geschmack und aus diesem Plastikbutzel. Man fühlt sich auch schlecht. Ja, aber also, der Hunger ist weg. Ja, ja, das ist das Einzige. Das ist so wie mal einen Burger essen und dann nächsten Tag nochmal einen Burger essen. Man merkt plötzlich krass, wie das runterfällt, dieses besondere, oh Mann, Burger, oh lecker. Sonst kommt plötzlich schon wieder so, oh, schon wieder ein Burger. Ja. Und dann beim dritten Tag ist dann schon, geht nicht mehr. Kann nicht mehr, schon mehr, kann nur Burger. Mhm. Einfach mal einen Salat essen oder so. Aber gut, es ändert sich ja alles geschmacklich. Du, glaube ich, warst der Erste, der mir erzählt hat, dass im Alter die Empfindung für süß, salzig, weiß ich, nimmt alles ab oder nur süß? Ich glaube, es nimmt alles ab. Also es wird alles schlechter, weil die Geschmacksknospen immer mehr abgetragen werden. Aber warte mal, wenn alles schlechter wird, weil ich empfinde jetzt manche Sachen als zu süß, und als Kind fand ich es total... Konnte es gar nicht zu süß sein? Ja, ich glaube, das ist aber eher so, wie es sich dann entwickelt. Okay. Dass du wahrscheinlich nicht mehr so angewiesen bist auf, also evolutiv auf Früchte oder so. Aber ich, also wie ich es mal gehört habe, wird alles schlechter, weil du halt, also am krassesten merkst du es bei Rauchern, wo das halt noch belegt ist. Ja, ja. Aber ansonsten auch, wenn du ein Glas Tee trinkst, merkst du auf der Zunge, wie es. Und wenn du das einfach heißen Tee, richtig heißen. Ja, wie es auf der Zunge so ein bisschen ätzt. Wenn du das halt mal hochrechnest auf das, was wir uns alles so reindrücken, an Cola Light, an der Säure, an irgendwelchen anderen Sachen, die wir essen, wie du die Zunge abschabst. Also viel Cola Light ist schon ganz schön lange her. Das ist Cola Light. Ich könnte jetzt aber auch eine. Obwohl, letztens im Kino habe ich mir eine Pepsi Light genommen. Das fand ich ja nicht so gut. Was hast du denn gesehen? Ich darf nicht drüber reden. Ah, richtig. Ja. Erst ab dem 3.10. Einen Porno. Ihr kichert. Schön am Bahnhofskino. Eine Pepsi Light und 2 Taschentücher, bitte. Ich habe mal in Hamburg, in Bremen am Hauptbahnhof gedreht, in so einem Pornoladen und so alle möglichen krassen Dildo und Vibratoren, hast du nicht gesehen? Und die hatten hinten noch Pornokabinen. Da fällt ihnen fast die Batterie aus seinem Dildo raus. Nein, Vibrator, ich weiß, Dildo ist ohne Batterie. Nee, das ist ein LED-Dildo. Vibriert nicht, aber er leuchtet. Und das waren so rote Kabinen und die sitzen... Also bitte, keine Disziplin, Handy an beim Podcast. Entschuldigung, schon wieder glaub, so eine komische Phishing-Nummer. ja, ich meine 0044. Immer deine Angelfreunde. Was ist denn 0044? Wie? Ja, die Vorwahl 0044? Ja. Ist 44 nicht Österreich? Nee, 48 ist Österreich, 44 ist Großbritannien? Ja, siehst du, hat mich gerade Großbritannien angerufen. Grüß mir die Queen. Flieger, London. Das Nummer ist London. Irgend so ein komisches. Naja, was wollte ich denn gerade sagen? Was habe ich gerade erzählt? Müssen wir zurückspulen. Das kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben. Oh, du hast dich zugehört. Ja, ich war so abgelenkt von deinem. Warte, ich krieg's hin aus dem Gedächtnis. Kino. Porno-Kinos. Genau, Bremen. Kabinen. Pornoladen. Und der hatte halt ganz normalen Dings und der hatte seine Porno. Also Wichskabinen. So. Und das Geile war da drin, die einzelnen Sitze, das waren halt natürlich alles fest, so eine Hartschalen-Dinger und die sahen halt alles aus wie so Ferrari-Sitze. Das Ding war von vorne bis hinten, von oben bis unten nur Plastik. Er meinte, das ist halt zur Reinigung ganz wichtig. Und da habe ich gesagt, aber wer nutzt denn heute noch Wichskabinen? Und da meinte, Männer ab 60. Und er meinte, er macht die Hälfte seines Umsatzes des ganzen Ladens nur mit den Wichskabinen. Und da kostet dann halt irgendwie 5 Euro für 20 Minuten oder irgend sowas. Mhm. Und da habe ich gedacht, krass. Und er meinte, vormittags machst du den Mörderumsatz mit Wichskabinen unter der Woche für Männer ab 60. Da dachte ich, oh. Und die sind da halt nicht so konform im Internet und bla und dann mit Computer gar nicht zu Hause sowas. Und dann gehen sie halt einfach mal in die Wichskabine. Aber selbst wenn du mit dem Internet nicht so konform bist, du weißt doch, wie eine VHS funktioniert.
Oder vielleicht zeigen dir deine Enkel mal, wie eine DVD funktioniert. Aber er hat immer die neuesten Filme. Er kann dir immer sagen, wie es weitergeht, wenn du den ersten Teil gesehen hast. Da habe ich gedacht, geil, ey. Also, aber da musst du halt dann auch hart sein, weil er meinte, du kannst dir nicht vorstellen, wo die dann hinschlonzen. Also ist dann... Und da hatten die anfangs hatten die so Einweghandschuhe und jetzt haben die so eine großen, die meinte, die hat er von Panzerschraubern, die gehen fast bis zum Ellbogen, so ein richtig und solche Dinger nur noch. Und meinte, allein für die Psyche ist das. Das ist der glaube ich, einer der schlimmsten Jobs, die Wichskabinen am Bahnhofs-Pornokino. Er meinte, mit den Einweghandschuhen war die Kombination aus Geruch und Wärme an der Hand. Wieder. Siehst du, alleine, dass du mir das vorstellst. Und da meinte, das hat ihn immer fast so die Seele aus den Knien aus gezogen. Aus den Knien gewichst. Ja, das ist nochmal ein schöner Herbstbeitrag. Ja. Ich fühle mich auch schon ganz herbstlich. Oh. Mein Filmtipp für die Folge heute ist dann auch Deutschland im Herbst. Ätzender Film. Ätzend. Klingt wie ganz ätzend. Irgendwie so ein melodramatisches Schwarz-Weiß-Epos. Nee, es ist so ein scheiß Episodenfilm mit so lauter Drecksepisoden von Rainer Werner Fassbinder, der wie so eine dumme Koksnutte im Bademantel im Flur steht und seine dämliche, unqualifizierte Fresse aufreißt. Fassbinder, wenn du das hörst, ich fordere dich zu einem Duell im Morgengrauen heraus, du fettes Arschloch. Er isst doch noch seinen Schuh. Das ist Werner Herzog. Ach, vergessen Sie. Fassbinder, dieser dumme Wichsfressen-Typ, ey. Das ist ein dummer Schnurrbart, wie man so einen scheiß Schnurrbart haben kann. Ekelhaft, ey, wirklich. Wirklich, also ein ganz ekelhafter Schnurrbart. Schlimm. Wie denn? Ja, halt so, also so Magnum? Nee, so eher ein buschiger Joachim Menzel. War nochmal Joachim Menzel? Der vor ein paar Jahren inzwischen schon verstorbene Schlagersänger, der auch bei Kalki ab und zu mal war. Ah, der war ja bei Kalki der immer nur ganz Achim sympathisch. Menzel, hieß nur Achim, der ist auch sympathisch, aber der hat halt auch keinen Schlager gemacht, ne? Das darfst du nicht vergessen. Ja, aber es sind ja nicht alle schlechte Menschen, die Schlager machen. Ja. Es gibt ja gerade einen ziemlich guten Schlagerhype, ne? Was? Hm. Deutsches Lied gut? Ich habe heute ein schönes Poster gesehen für ein Improvisationstheater mit dem unglücklichen Namen einer deutschen Band. Das Improvisationstheater heißt Freiwild. Oh Gott. Ja. Hat hier noch keiner, ist keine deutsche Band, ist eine österreichische Band. Echt? Alles Gute kommt aus Österreich nach Deutschland. Ja. Also gefährlich ist ja, dass die auch aussehen wie so Mitte-Hipster. Ja. Die sehen ja nicht aus wie irgendwelche Dorfnazis, sondern wie Mitte-Hipster. Aber sind halt Dorfnazis. Urbane Nazis halt. Ja. Ja. Gut ist aber, dass die halt auch teilweise Werbung geschaltet haben bei YouTube, kurz vor irgendwelchen Let's Play von Fortnite und sowas, so dass sie halt ihre. Die muss die Jugend abgreifen, solange sie noch im HJ-fähigen Alter sind. Genau. Ja. Widerlich. Ja, und sonst so. Du hast gesagt, du bist jetzt nicht mehr allein im Haus, aber es ist doch nur drei Parteien. Ja, unter mir wohnt ja bald wieder jemand, neben mir ganz unten wohnt jemand, wohnt schon Leute. Paar? Weiß ich nicht, ich habe die lange nicht mehr gesehen. Also ich glaube, würde auch sagen, die sind wahrscheinlich ausgezogen. Aber die haben ja alleine auf 36 Quadratmetern gewohnt. Wohnt irgendwer noch im Seitenflügel? Glaube nicht. Also nachts, wenn ich rausschaue in den Innenhof, dann sehe ich nur bei dir Licht. Also ab und zu über dir, aber ziemlich hoch. Gegenüber ist schon wieder jemand eingezogen, die sehe ich ab und zu. Wenn ich hier noch aus Gewohnheit nackt am Fenster stehe. Cool. Ja, aber sonst. Aber mit dem Ringlicht drüber, oder? Ja, ja, klar. Cool. Wow. Passt genau. Manchmal ganz schön wehtun, glaube ich. Weil du meinst, ein altes Ringlicht. Mega guter Content. Ja. Und wir spielen jetzt noch ein bisschen Mario Party für die Zuschauer. Hast du schon? Gibt es schon? Ich habe jetzt gestern. Dachte, dritter, Anfang Oktober oder so. Ach so, okay. Release war da. Ja. Das wäre schon raus.
Was ist denn eigentlich nach dem, ach so, das wäre dein Schreibtisch, aber ja, der kommt jetzt nicht. Ja, der kommt, ich brauche mal ein bisschen Ruhe, um das zu machen, und erstmal muss der Rechner weg in Reparatur. Was ist denn jetzt schon wieder an dem Rechner? Das habe ich dir doch schon tausendmal jetzt erzählt. Das ist das Netzteil, und dabei lasse ich gleich die Festplatte austauschen. Aber das ist jetzt nicht der Rechner, den du das letzte Mal abgegeben hast. Nee. Du hast ja dieses Jahr schon 1,5 für Reparaturen an Apple-Produkten abgegeben, oder? Ja, für den Laptop. Oh. Und mein Standrechner braucht jetzt eine neue Festplatte. Das war jetzt dir nicht ein 1.000, wenn du den jetzt kaufen würdest? Wenn ich den jetzt kaufen würde, ja. Aber 1,5 hat sich gelohnt. Es waren auch nicht 1,5. Es waren irgendwie. Es war nur 1,3. Ja, also mit ist Arbeitszeit. Das aus nostalgischen Gründen, dass du da sagst? Der ist einfach so aufgerüstet. Also wenn ich den jetzt, ich würde den in der Konfiguration nicht bekommen. Das heißt, ich müsste da nochmal Geld reinstecken, um das aufzurüsten. Davon abgesehen, der ist von 2012 und der ist immer noch super schnell. Also, ja wirklich, also als du mir neulich vorgelesen hast, was du für Laptops ins Auge gefasst hast. Naja, das waren halt billige 300-Euro-Laptops. Ja, aber es ist jetzt 6 Jahre, nachdem der hier erschienen ist. Ja, die sind mit Sicherheit auch 6 Jahre alt auf Lager und haben jetzt halt einfach irgendwelche Preise, wo ich dann denke, boah. Aber ich meine, also die Technikkonfigurationen, die gibt es halt so einfach auch nicht. Also wenn du jetzt halt neuen, gerade ein MacBook kaufst oder auch die anderen. Die NSA hat bestimmt so einen Laptop. Das ist wie die Schüler. Die ganze Zeit nur, irgendwie einer war der Ansicht, die Performance morgen läuft im Fernsehen, wird live ins Fernsehen übertragen, wie sie da trommelnd auf der Bühne sitzen und schreien, Müll, Müll, Müll. Ist das irgendwas Sozialkritisches? Ach, es geht irgendwie um Müll, das Projekt. Du siehst ja aus wie so ein alter Stammeshäuptling, weil der Popschutz von der Nase, es sieht aus, als ob deine Lippen, also als ob dein Mund diese... Ein Lippenteller, klassisch. Ja, genau, Lippenteller, so. Es sieht aus, als ob du einen Lippenteller tragen würdest. Ich könnte mir so ein paar Ringe um den Hals packen, dass mein Hals länger wird, das ist doch auch nicht. So haben die Urvölker Podcasts aufgenommen. Nicht ohne Erfolg. Ja. Was lässt du die denn da performen? Die trommeln halt wie Stamp oder die, was? Die Trommelgruppe ist nicht meine. Die Trommelgruppe ist nicht meine. Meine hat jetzt so einen Sketch vorbereitet. Oh Gott, wenn die es mal ein bisschen irgendwie geordnet kriegen, kann es ganz lustig werden. Ich hoffe, der Gag von den Jungs, der immer Witze erzählt. Witze erzählen kann aber dann auch, wenn er soll. Nee, die sitzen auf der Bühne. Also die kommen in so ein Restaurant, so ein Müllrestaurant, wo ihnen Müll aufgetischt wird. Deine Leute? Ja. 7 Leute kommen zufällig in ein Restaurant. Ja, nein, 2 Leute kommen im Restaurant, dann haben wir 2 Kellner, wir haben einen Koch, wir haben eine Dame, die das erzählt, die auch eigentlich immer so ein bisschen die Szenerie unterbrechen kann und dabei ist, die anderen abzulenken. Und die anderen sind dann im Freeze oder sowas? Hatten wir eigentlich so vereinbart, aber das wollen die anderen jetzt nicht. Nee. Ja, aber ehrlich, das hat halt ganz gut funktioniert. Jetzt sind sie halt so, nee, wir wollen nicht ins Freeze. Dann meinte ich so, ja, dann zeigt mir einmal, dass ihr auch zuhören könnt, wenn die Erzählerin redet und dass ihr dann Sendepause habt. Dann müsst ihr auch nicht ins Freeze gehen. Und das hat jetzt einmal ganz gut funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es nochmal klappt. Guckst du dir das an? Ja. Nüchtern? Ja, überlegt, ob ich mal einen Flachmann mitnehme. Ich meine, wenn die rausgehen, also wie du siehst, ist mein Flachmann da schon bereit. Was ist die Tür davor? Ist aber auch völlig egal. Der steht da auf jeden Fall schon auf dem Regal. Jetzt sehe ich. Nee, es wird nicht bewertet. Die haben halt die Woche frei. Irgendwie sind auch Ferien danach. Es ist einfach nur... Ja, das ist so ein paar Sachen, auf die haben die halt richtig Bock. Es gibt halt so eine Mediengruppe und die können halt irgendwie schneiden. Die nehmen Sachen auf dem iPad und schneiden das dann da. Dieses Projekt hat 4 iPads. 4, dieses fucking Projekt. Und dann schneiden die das da halt direkt am iPad. Und da haben sie natürlich total Bock drauf, Sachen zu filmen und zu schneiden. Und ich wollte ja ich hatte mir ein iPad extra für meine Gruppe reserviert, weil ich dachte, das wäre doch cool, wenn wir auch ein paar Sachen filmen, wenn wir auch ein bisschen schneiden, wenn wir ein bisschen mit Medien arbeiten, die so ein bisschen da ein Gefühl für kriegen, weil das ist ja auch so total bei denen drin. Die sind ja auch die ganze Zeit mit dem Handy am Spielen. Die haben aber schon alle YouTube-Kanäle, oder nicht? Ich glaube noch nicht. Ich glaube, da sind sie noch davor. Erstmal sind sie nur passiv da. Was? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist halt, ging halt einfach zeitlich nicht. Irgendwie, das ist ätzend. Hat dich jemand halt gefilmt, während du geredet hast? Nee. Ich habe sofort das Handy aus der Hand geschlagen. Dieses geile Video wieder. Was? Ich werd auch immer pumpiger. Die ganze Zeit heute irgendwie so, sollten sie sich für ein Foto aufstellen.
wo die aus der anderen Gruppe haben ein Foto von denen gemacht, irgendwie für einen Trailer, für den Zusammenschnitt, und da sollten sie sich für ein Foto aufstellen, das ist halt ein Spiegel im Raum, dann stellen sie sich halt erstmal vor den Spiegel und ich rufe halt auch nur rein, so, spart's euch, da ist eh nichts mehr zu optimieren, und schick sie dann ins Foto. Aber solche Aussagen versteht auch keiner. Ja, du könntest auch sagen, da ist ein Spiegel, ihr Trottel. Das wäre vielleicht so eine Reaktion. Ja, das ist echt, hätten sie auch nicht verstanden. Dreht euch doch mal um, da sind wir doch gar nicht im Bild. Dann steht da jemand hinter mir. Ja. Wow, der sieht aus wie ich. Ja, ist wie ein Papagei. Ja, naja. Aber eigentlich, der Sketch könnte eigentlich ganz lustig werden. Aber du möchtest nicht verraten, um was es geht. Ach so, ja, ne, das war's halt schon. Die essen halt Müll und dann schmeckt es ihnen überraschenderweise ganz gut. Und dann wollen sie wissen, was das Geheimnis ist. Und das Geheimnis ist, dass es echter Müll ist, den sie essen müssen. Und es funktioniert halt. Das muss man sehen, wahrscheinlich. Ja, das ist halt 8. Klasse. Was erwartest du denn? Das ist halt ein Schultheaterstück, was jetzt. Hat auch wieder was Sozialkritisches. Ja, aber es ist halt. Die haben halt teilweise echt ganz witzige Momente. Und gerade, wo ich meine, dieses eine stille Mädchen, die nimmt dann halt irgendwie das Essen vom Tisch und wirft das in hohem Bogen hinter sich. Und das ist halt so ein super visueller Gag. In dem Moment, wenn sie rauskriegt, dass es Müll ist. Nein, sie ist die Kellnerin und nimmt es dann einfach, und statt es abzuräumen, schmeißt sie es halt einfach auf den Boden, weil es eh Müll ist. Und das, der andere spielt, der hier Bonzi McGurr, spielt so einen betrunkenen Kellner und das funktioniert auch ganz gut, da kann er sich halt auslassen und fällt dann am Ende um und schläft dann ein auf der Bühne. Und das ist halt wirklich wie, als ob du so ein paar Welpen auf die Bühne schickst und jeder macht so sein Ding. Aber das funktioniert einigermaßen gut. Wenn die es halt ein bisschen geordnet hinkriegen, kann das ganz lustig werden. Also für die Maßstäbe, die sie halt haben. Also sie haben teilweise schon ein Timing-Gefühl für Komik. Ja, aber das ist ja schon sehr viel wert. Aber wenn einer das hat, dann kommen halt irgendwie drei auf den oder die, die das nicht haben. Ja klar, ist das Ding so gut wie der Schlechteste, der da steht. Ne? Ja, aber ich meine, das Schlimme ist gar nicht so das Timing-Gefühl, sondern halt einfach zu wissen, wann man mal Sendepause hat. Also wann, wenn jemand anders redet, dass für dich halt Pause ist auf der Bühne. Wie bei uns. Ja. Ja. Sonst noch was? Haben wir noch irgendwas zum Thema? Wir sind jetzt auch schon eine Stunde drin. Das ist ein ganz schönes Geräusch. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Also ich höre es jetzt. War es dein Penis? Mehr oder weniger. Was von ihm übrig ist. Dirk. Klaus. Also Herbst ist gut, sagen wir. Könnte länger als 3 Monate dauern. Also jetzt kalendarisch, nicht meteorologisch. Allein mal ein Monat wäre schon cool. Ja. Also wir haben ja morgen schon wieder, ich glaube, 5 Grad Unterschied zu heute. Nach oben oder nach unten? Nach unten. Oh, eine Mail. Das hört keiner, wenn du es nicht kommentieren würdest. Das habe ich dir auch mal gesagt, ne? Ja, tja, so weit ist es schon. Heute sei angeblich der heißeste Tag für den Rest diesen Jahres. Ja, kann ich gut mitleben. Also fürs Training war heute echt ganz entspannt. Du warst um die Insel laufen? Ja. Okay, ich werde wahrscheinlich noch klettern gehen nachher. Und dann auch auf dem kleinen Nixer war wieder dieser Basketballer mit den krassen Voll sonst was. Der macht immer diesen geilen toten Mann-Klimmzug, dass er die Beine halt spreizt und die Arme halt auch spreizt, greift. Und dann beim Klimmzug, ich denke, also ich weiß, dass man ja mittlerweile sagt, diese Beine anwinkeln und nach hinten anwinkeln, sei nicht so gut, wenn man dann ins Hohlkreuz kommt. Besser, wenn man die anwinkelt, dann lieber nach vorne, dass man halt dann auch ganz krass halt den Bauch dann halt irgendwie anspannt. Du glaubst nicht, wie ich mir gerade nach hinten anwinkeln vorgestellt habe. Das glaube ich wirklich nicht. Von der Hüfte aus. Also nicht. Das ist nicht so richtig in so einer Brücke. Und ich so, nach hinten ist nicht gut. Cirque du Soleil! Ja, und aber beeindruckend. Macht er dann halt echt wie so ein Ampelmännchen, macht er da halt Klimmzüge. Und das ist jedes Mal echt geil. Und dann setzt er sich hin und hat diese geilen, kurzgeschnittenen T-Shirts, die so ein böser Junge aus irgendwelchen Coming-of-Age-Filmen der 80er halt in Amerika so trägt und schaut sich so den Arm an, wie er dann halt erstmal so sitzt. Nice. Ja, und dann habe ich irgendwie so einen anderen Typen, der komplett in Schwarz da war und war halt echt feuerrot, obwohl der halt, der kam im Fahrrad an. Der kam halt nicht angezogen, sondern er hatte halt so eine schwarze Trainingsstoffhose und ein schwarzes Longsleeve, auf dem halt irgendwie
Porsche-Sport stand. Und den habe ich nach der Uhrzeit gefragt. Und er hat mir mit, ich würde mal sagen, russischen oder polnischen Akzent zu verstehen gegeben, dass ich das entweder auf Russisch oder auf Englisch sagen sollte. Ja, und dann hat er mir auf seinem High-End-Phone dann die Uhrzeit gezeigt. Mhm. Ja. Und sonst war halt, sonst keine bekannten Gesichter. Irgendwie so eine Dame, die hat da so ein Schlingending. Ach, was erzähle ich denn jetzt hier? Ey? Weiß ich auch nicht. Wir reden hier so privat, aber das ist jetzt hier noch unspannender, als was wir eh vorstellen. Wie kann man uns denn erreichen? @fürnüsseport auf Twitter. Hör mal auf. Oder ihr schreibt uns eine Mail an. fürnüsse@gmail.com. Oder ihr geht auf fürnüsseport.com. Oder ihr schreibt einen geilen Kommentar bei Fürnüsse mit Dirk und Klaus bei YouTube oder die Glocke klingeln oder was man immer sagt. Ja. Ich verstehe es immer nicht, was die Glocke... Smash that Like-Button, aber ich meine, der Daumen ist doch wichtig. Was macht denn die Glocke? Wenn du abonnierst dann und die Glocke anhast, dann bekommst du jedes Mal eine Mitteilung oder auch eine Mail. Was für je nachdem, wie du es eingestellt hast. Mach das nicht. Mach das. Das ist gut für unsere Metrik. Was für eine Metrik? Apropos. Apropos Metrik. Was ist eine Metrik? Naja, wir bekommen höhere Rankings. Ich hatte eine Metrik. Wir werden den Leuten eher angezeigt, wenn ihr das macht. Das ist die Metrik. Ja, naja, unsere Daten halt, die Zahlensätze, die dahinter sind. Unsere Messwerte. Der binäre Code oder was? Die Metrik. Haben die das metrische System überall? Nee, in Amerika hört man das noch in Pfund. Cool. Und in Fuß. Und Unzen. Fuß und Ellbogen. Ja. Wir sind auf 3 Ellbogen, 7 Fuß. 4 Hand hoch. Muss man da irgendwas Bestimmtes drücken für, was du am Anfang erzählt hast, was Oscar Brown uns jetzt empfohlen hat? Was? Da wollte ich gerade als nächstes drauf zu sprechen kommen. Ja, dann mach doch mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch irgendjemand zuhört, ehrlich gesagt. Also könnt ihr es ja gerne mal schreiben, wenn jetzt wirklich... Viele wenn hören jetzt uns zum Einschlafen, habe ich doch gesagt. Ja, aber die sind schon vor einer Stunde. Da hätten wir auch gehen können und uns einen schönen Tag machen. Wenn ihr Auto fahrt, hört uns nicht, bitte. Okay. Ist viel zu gefährlich. Nächste Folge Test, wir nehmen 15 Minuten Podcast auf und verlassen dann den Raum und lassen das einfach weiterlaufen, während wir Mario Party spielen. Wir müssen ja was sagen. Es geht darum, unsere Stimme Ich glaube, nach 15 Minuten ist Schluss. Au. Da eingeschlafen. Auf jeden Fall. Es gibt immer diese entweder ersten 20 Minuten. Okay, dann lassen wir das im Loop durchlaufen. Und dann hast du wieder 40 Minuten, bis du wieder einpennst. Wenn du es die ersten 20 Minuten schaffst, dann... Oh, die habe ich ja ganz schön reingedrückt, die Dinger. Kriegt man eine in der redet über seine Analperlen. Wir nehmen die... Ach, sorry. Ich habe einen teilrasierten Hund vorhin gesehen. Was? Was? Welcher Teil? Fantasie. Naja, wir sind auch der Nützliche. Für Nüsse mit Dirk und Klaus auf iTunes und Stitcher. Snitcher. Stitcher. Stitcher Radio. Mega Sache. Snitches get Stitches, ja. Ja. Und da könnt ihr uns hören, da könnt ihr auch eine Bewertung geben, glaube ich. Ich glaube auf Stitcher. Stitcher Radio wird man da. Ja, nein, das ist wie der Nadelstich. Wir sind Gehirn. Wir sind der Nadelstich ins präzise Gehirn. Präzise wie ein Nadelstich. So feinsinnige Analysen mit scharfem Verstand. Je länger man das hört, desto mehr ist die Chance da, dass man halbseitig halt mit dem linken Auge gelähmt oder ist. Ja, ist ein bisschen wie ein Hammerschlag tatsächlich, diese schier. Folge. Also ich weiß nicht. Aber es ist so ein bisschen, wie man sich gerade fühlt. Ja, aber ich muss mal Werbung machen für mein anderes Projekt jetzt. Ja, ich trinke endlich. Ich trinke erstmal einen Schluck, weil am 7. Oktober, Moment. Spannung, trinkt. Jetzt läuft es danach. Du musst mal Mut antrinken. Also für unsere Zuhörer, die des Englischen mächtig sind, außer Oscar Brown, der fällt da raus, weil der dabei ist. Oscar Englisch sprechen? Das könnt ihr euch, davon könnt ihr euch selber überzeugen. Ab dem 7. Oktober kommt ein neuer Podcast mit Oscar Brown und mir heraus, in dem wir im monatlichen Rhythmus über den perfekten Raubzug reden. Der Podcast heißt How Do I Rob This? Where we plan the perfect heist. Und in dem Podcast besprechen wir Raubzüge für wechselnde Ziele. Am 7. Oktober kommen wir mit einer Doppelfolge zur Premiere. Geht es um Ziele, die halt immer Geld bringen oder die ihr vielleicht einfach nur wie so einen ganz teuren Scotch haben wollt? Wir sind ja erst 3 Folgen drin. Bisher haben wir es immer für Geld gemacht. Aber es werden sicherlich noch Folgen kommen, wo wir eher ideelle Gegenstände klauen. Ziele, die tatsächlich irgendwo da sind. Also jetzt nicht von wegen, wir versuchen Diamanten zu rauben, ganz salopp, sondern ihr sagt von wegen, ja.
Dieser Diamant ist in London, ist in dieser... Genau, wenn, würden wir immer sagen, wir stehlen den größten Diamanten der Welt, der in Südafrika gerade ist, im Cape Town Museum. Ich habe zufällig ein bisschen dazu recherchiert. Nee, ich meine, also ihr wisst, das sind immer reale... Genau. Okay, ja. Und immer wie ihr glaubt, das machen zu können. Ja, also ich kann mal sagen, der Podcast hat drei Prämissen für die Raubzüge. Nummer eins, wir müssen immer damit davonkommen. Nummer zwei, wir töten niemanden. Und Nummer drei, wir stehlen nur von Leuten, die es verdient haben, bestohlen zu werden. Pff, wem gehört denn der größte Diamant der Welt? Der steht in einem Museum, deswegen steht nicht zur Debatte. Das war jetzt nur ein Beispiel. Wir hatten auch mal, oder meine Idee war es mal. Aber die es verdient haben, ist ja schon wieder schwer. Weil manchmal sagt man, das wäre ganz schön, aber das gehört einem Menschen, der total lieb und nett ist, oder? Ja. Es gibt genug Leute, die Geld noch und nöcher angehäuft haben. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr wollt, hört mal rein. How Do I Rob This? Auf iTunes, auf Stitcher, auf YouTube und ansonsten sind YouTube auch. Ja, noch ist nichts online, weil neulich der 7. Oktober ist. Aber, ihr habt dann auch einen... Ja, wir haben einen Kanal und Thumbnails und nice. Ja, und ansonsten sind wir überall at How Do I Rob This? Ja, gut. Und dann hier, haben wir noch irgendwas? Vier Nüsse? Ich glaube, wir hoffen, dass unsere Nüsschen da draußen halt auch klarkommen mit dem Übergang jetzt in diesen verrückten Herbst. Das hört doch eh keiner mehr. Doch. Die sind alle hellwach. Ihr könnt ja mal, ich weiß, es hat noch nie jemand Bescheid gegeben. Aber wenn ihr das jetzt noch hört, dann könnt ihr echt mal Bescheid geben. Wir machen mal so einen Code zur Verifizierung. Dann schreibt uns mal bitte. Sag mal was. Was ausgefallen ist. Was nur jemand schreiben kann, der jetzt noch zuhört. Achso, was wir jetzt sagen soll aufgeschrieben werden. So wie drei grüne Rasenmäher haben sich heute um das Hinterteil eines fremden Hundes gekümmert. Ja, das ist schon ganz schön viel wieder, wenn es jemand bei Twitter schreiben soll. Schreibt einfach drei grüne Rasenmäher. In Klammern für einen Hund. Für einen Hund. Ja, das geht. Drei grüne Rasenmäher in Klammern, eckige oder runde Klammern? Runde. Runde Klammern für einen Hund. Runde Klammer zu. Bei Twitter, schreibt uns bei Gmail und dann wissen wir, ihr seid wahre Fans. Oder halt unter ein Video bei YouTube. Oder unter ein Video bei YouTube. Oder machen kann man eigenen... bei Snitcher auch was reinschreiben? Ja. Es heißt Snitcher, ich Snitcher. Ja, gut. Das, hast du dir die Haut da aufgekratzt? Schon ganz nervös? Hab ich? Ach, ich beende es jetzt mal. Das ist elend. Tschüss, Nüsschen. Ja, tschüss. Tschüss.